Yo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops. Ja, Leute, Fix ist wieder hier. Guten Tag. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und erstmal ein riesengroßes Dankeschön für das Feedback von der gestrigen Folge. Ist ja ziemlich gut bei euch angekommen. Und ich habe was vergessen, und zwar die Top- oder Flop-Abstimmung. Das werde ich heute sicherlich einblenden, Leute. Da werde ich heute dran denken. Habe ich ein paar Mal in den Kommentaren auf jeden Fall gelesen. Auf jeden Fall auch ein riesengroßes Dankeschön an alle Leute, die bei mir vorbeigeschaut haben. Es sind ziemlich viele neue Abonnenten dazugekommen. Dankeschön. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Daily Shop von heute. Wir gehen auf den Item Shop. Es hat sich die linke Seite und die rechte Seite geupdatet. Links haben wir denselben Skin wie gestern, plus zwei schöne Weihnachtsskins. Und rechts haben wir heute einen neuen Tanz. Aber wir fangen natürlich, wie sich's für den Daily Shop gehört, auf der linken Seite an mit dem Skin. Und zwar haben wir hier wieder Zakria mit ihren Flügeln für 2000 V-Bucks. Richtig geiler Skin. Ich habe ihn jetzt gestern gezockt die ganze Zeit und heute auch ein bisschen. Und er gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem auch mit einem anderen Backpack drauf gefällt er mir sehr gut, weil es der erste Skin ist mit so einem freien Rücken hier. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und dazu auch die Spitzhacke kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Und ich zeige euch natürlich mal wieder den Sound, Leute. Ja, die Spitzhacke ist auf jeden Fall sehr dezent. Ich habe sie sehr viel gespielt jetzt und man hört sie nicht so viel. Gefällt mir gut und für alle Leute, die ein bisschen V-Bucks übrig haben, gönnt euch, Leute. Gönnt euch, ohne Spaß. Der Skin ist feierbar. Dann kommen wir hier zu den nächsten Skins, die heute im Shop sind. Und zwar einmal die rotnasige Räuberin. Einer der Weihnachtsskins, einer der alten OG-Skins, ist wieder im Shop drin für 1200 V-Bucks. Auf jeden Fall ein Skin, den ich euch empfehlen kann. Ich habe ihn mir damals schon gekauft und ich habe ihn auch viel, viel gezockt. Und der Rotnasen-Ranger ist auch am Stissel für 800 V-Bucks. Schaut ein bisschen aus wie ein Dulli mit der roten Nase. Aber sind auf jeden Fall zwei coole Weihnachtsskins. Weihnachten ist ja jetzt bald vorbei, beziehungsweise ist schon lang vorbei. Ich hoffe, in Fortnite ist das Thema Weihnachten auch mal bald gegessen. Aber ja, zwei coole Skins und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Vor allem er hier, 800 V-Bucks, so ein kleiner Fun-Skin. Man gönnt sich ja sonst nichts, nicht wahr, Leute? Ja, kommen wir zur der rechten Seite des täglichen Shops hier heute. Und zwar haben wir Shade drinnen oder Schade. Ich glaube, Shade spricht man sie aus. Und zwar hat die hier einen Backpack noch dabei. Es ist so eine Art Punkerin, würde ich sagen. Oder vielleicht so Neuzeit-Future-Punkerin. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wie man diesen Skin beschreiben sollte. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr da irgendwelche Ideen habt. Ich habe ihn mir jetzt noch nicht gekauft. 1500 V-Bucks kostet er. Ich habe es mir aber schon ein paar Mal überlegt, ihn mir zu holen. Einfach nur wegen dem Backpack. Weil der Backpack ist irgendwie cool. So mit dem Gold, Schwarz. Aber nur für einen Backpack. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde sie zu wenig spielen. Deswegen habe ich mir nicht gekauft. Aber wenn er euch gefällt, dann gönnt euch auf jeden Fall den Skin von heute. Und dann kommen wir auch schon zum Highlight des heutigen täglichen Shops. Und zwar Träger Shuffle ist drin. Ein neuer Tanz. Und wir schauen direkt rein, meine Freunde. Leute, wird sich auf jeden Fall direkt gegönnt, Alter. Träger Shuffle, richtig lustiger Tanz, so mega Hardcore irgendwie, so mega Hardstyle am Start mit der Musik. Der Dance ist jetzt, ist schon lustig, Leute, ist schon lustig, kann man sich schon gönnen. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Disco Shuffle, ist ja auch ein Shuffle Dance, aber der ist noch ein bisschen Hardstyle-mäßiger, noch ein bisschen mehr am Eskalieren, ey. Beruhigen Sie sich. Auf jeden Fall cooler Tanz, kann ich euch empfehlen, wenn ihr Bock auf Emotes habt. Emotes sind eh immer ziemlich geil. Ja, kommen wir zum nächsten Item des heutigen Shops. Und zwar haben wir hier den Varthok. Oder Varthok. 500 V-Bucks. Standard-Gleitermodell. Wie immer, ihr wisst Bescheid. Standard-Gleitermodell. Nicht so cool. Aber ich finde den Style eigentlich nicht schlecht. So ein bisschen Army-Look, ein bisschen Camouflage, so ein Pixel-Style. Ist cool, würde ich mir aber nicht kaufen, weil ich ihn nicht spiele. 500 V-Bucks, Hängegleiter, ihr wisst Bescheid. Kommen wir zum nächsten Emote des heutigen Shops und zwar schwer beschäftigt. Leute, falls ihr gerade nicht so schwer beschäftigt seid,
wie mein Renegade Raider hier, dann check doch auf jeden Fall mal den ersten Link ab und lasst mir ein Abo auf meinem Kanal da. Ich würde mich mega drüber freuen. Ja, auf jeden Fall schwer beschäftigt. Ist ein Emote. Richtig geiler Emote. Man chillt einfach so ein bisschen am Handy und sagt, jo, warte mal kurz, ich muss kurz was abchecken. ja, gefällt mir so. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem ist auch nicht teuer, auch nur 500 V-Bucks. Teuer, hin oder her, ihr wisst Bescheid. Kommen wir zum nächsten Skin und zwar Boxenstopp. Einer der Schwitzer-Skins, Leute. 800 V-Bucks und sehr, sehr viele Schwitzer spielen diesen Skin. Ich habe ihn mir auch direkt geholt, weil ich ihn irgendwie ziemlich cool finde mit der Haarfarbe. Das ist der einzige Skin, der so einen Ombre-Look drin hat. An alle Männer da draußen. Ombre ist, wenn oben dunkel ist und unten heller wird oder beziehungsweise einfach nur so ein Farbverlauf in den Haaren. Hier lernt ihr noch was beim Onkel Fix im Daily Shop. Ja, so schaut es nämlich aus. Auf jeden Fall ist es der Ombre-Look. Gefällt mir gut, der Skin. 800 V-Bucks kann man sich gönnen, kann man gut reinzubetten. Leider weiß ich noch nicht genau, mit welchem Backpack ich ihn spielen würde. Vielleicht mit dem Backpack? Könnte passen. Könnte aber auch nicht passen. Ja, und dann kommen wir auch zum letzten Teil des heutigen Shops und zwar zum letzten Item. Die Zuckerstangenlackierung. Die Zuckerstangenlackierung seht ihr hier. Das ist einfach eine Waffentarnung bzw. eine Fahrzeugtarnung. Die erste Tarnung, die es jemals im Shop gab. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr coole in den Shop rein. Kostet 300 V-Bucks, kann man sich auf jeden Fall für 300 V-Bucks gönnen. Man hat halt so einen Zuckerstangen-Optik-Look dann auf seinen Waffen drauf. Gefällt mir gut, habe ich mir gekauft. Ich hoffe, es kommen noch irgendwie coole Sachen wie Flammen und so weiter und so fort. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet für eine Lackierung hier. Und so Full Gold wäre vielleicht auch ganz cool, ne? Ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet als Lackierung. Das war's mit dem heutigen Shop. Ich verlinke euch jetzt noch am Ende zwei Videos. Könnt ihr gerne vorbeischauen oder vielleicht auch auf meinem Channel vorbeischauen oder auch nicht. Wie ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß in der Schule oder was auch immer ihr jetzt macht. Danke fürs Zuschauen. HDGDL und tschüss. Ah, verdammt, Leute, Top oder Flop? Jetzt oben rechts in der Infocard abstimmen, Leute. Wie hat euch der heutige Shop gefallen? Top oder Flop? Okay, ich habe es nicht vergessen. Aber jetzt, HDGDL, tschüss.